für eine Karolinasse über 4,45. Wir sehen im Staffelfinale auf der Bahn 1 die LG Würm Athletik mit Pascal Auenstein am Start. Auf der Bahn 2 die LG Eintracht Frankfurt mit Bernd Knack. Auf der Bahn 3 Bartosz Jasinski am Start für den TV Gladbeck. Doch sind sie zeitgleich der aktuell schnellste deutsche Staffel, Vizemeister des Vorjahres. Auf der Bahn 4 der TV Wattenscheid mit Andreas Jenk. Zeitgleich auf Platz 1 der aktuellen deutschen Bestenliste. Auf der Bahn 5 die NDASV und der SAS Köln, Marcel Spitz. Der TSV Bayer 04 Leverkusen mit dem dritten über 100 Meter, Timo Schinski auf der Bahn 6. Im vergangenen Jahr noch als Startgemeinschaft, zweitbeste deutsche Staffel auf der Bahn 7, MTG Mannheim und Kevin Brecht. Und auf der Bahn 8, der SC Potsdam mit Christian Schmacht am Start. Das Finale 4x100 Meter der männlichen Jugend.